Ja Leute, ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Part von Mario Kart DS, heute mit dem letzten Spiegel Cup, der ausstehend ist, und das ist natürlich der Blitz Cup, und den werden wir gemeinsam mit Mario und seinem Standard Kart spielen. Ja, warum? Weil, ja, ich finde einfach, Mario sollte die letzte Ehre haben, und deswegen, ja, spielt der heute für uns den Blitz Cup, und dort enthalten ist die Schokoinsel, der Spukpfad, die Wolkenpiste und die Yoshi-Piste. Ja, ich lese natürlich das deshalb vor, weil es kann natürlich sein, dass der ein oder andere erst im Let's Play jetzt erst mit der Folge dazugekommen ist und deswegen, ja, vielleicht kennt jemand die Strecken noch nicht und deswegen lese ich es lieber halt immer wieder nochmal vor. Ja, und für den heutigen Part habe ich tatsächlich einiges an Gesprächsstoff, denn, wie geht's nach den Spiegelcups weiter? Was wird da kommen? Ich habe schon bereits mal in den Kommentar geschrieben gehabt, den werden wahrscheinlich die wenigsten gelesen haben, dass ich Stand jetzt noch zwei Sachen vorhabe, die ich machen möchte. Und das ist einmal der Battle-Modus, der ein bis zwei Parts schlucken wird. Ich habe mich dazu noch nicht entschieden, ob ich Ballonbalgerei und die Insignien-Diebstahl in einem Part mache oder ob ich das getrennt mache. Ich würde aber fast eher sagen getrennt, dann wären es halt zwei Parts. Ja, und des Weiteren möchte ich tatsächlich noch einen Online-Part machen. Und ja, das geht tatsächlich. Und ich habe das schon ausgetestet. Leute, es funktioniert tatsächlich. Ich konnte wirklich online spielen. Das einzige Problem, was wir haben, leider ist mit dem Online-Modus, da sind leider nicht so viele Leute online und deswegen kann es wohl oder übel sein, dass die Runden teilweise gar nicht bestückt sind und ich vielleicht erstmal eine Ewigkeit warten muss, bis da überhaupt mal Leute reinkommen. Und deswegen, ja, wartet ab, was mit dem Online-Mod wird, aber es kann sein, dass ich da relativ lange brauche, bis ich den Part veröffentliche. Und Knochentrocken, warum bist du so klug? Ja, super. Gut, damit ist der erste Platz schon gelaufen, aber ganz ehrlich, ich habe mir auf der Map auch nichts anderes erwartet. Das ist ein Scherz. Nein! Nein! Ich hasse diese Map so viel. Ich hasse diese Map sowas von abgrundtief viel. Ich muss danke sagen, dass ich da jetzt noch Dritter geworden bin. Alter, ne. Ne, ne, ne. Aber schnell weiter. Das ist halt echt meine Hass-Map hier gefühlt. Ja, also so weit eben zu dem Thema, wie geht's mit dem Projekt weiter. Es werden Stand jetzt zwei bis drei Folgen eben noch kommen. Und auf den Online-Mode, auf den freue ich mich wie gesagt schon am meisten, weil es ist halt nicht schöner als in einem DS-Spiel, wo das Wimpy schon seit... Alles klar. Wo das Wimpy schon seit Jahren abgeschaltet wurde, dass man da endlich mal wieder online spielen kann. Und wie gesagt, die Schwierigkeit wird halt sein, dass ich irgendwann mal einen Raum finde, wo überhaupt ein paar Leute drin sind. Ich meine, im Notfall hätte ich ja noch immer Kino zur Auswahl, den ich einfach dazu zwingen müsste, dass ich den Online-Mode gönnt, dass wir wenigstens ein paar Duelle haben. Gut, ich hoffe, so weit wird es nicht kommen, aber hey, vielleicht hat Kino ja Bock auf das. Ich meine, der spielt auch Wimpy allgemein auf der Wii, deswegen könnte man das ruhig auch machen. Und by the way, schaut gern bei ihm vorbei, ist ein geiler Typ einfach und hat einen geilen Kanal. Ja, und ansonsten, es wurde sich noch gewünscht, dass ich ein bisschen über meinen Lieblings- und Hasscup hier rede. Also, was ist mein Lieblingscup in dem Spiel, was ist mein Hasscup in dem Spiel? Und ganz ehrlich, wenn man sich die Cups so anguckt, ich hab's da echt schwierig, einen Lieblingscup zu nennen. Weil jeder Cup hat so ziemlich die eine geile Strecke, die mir so diesen, ich weiß nicht, diesen Boom-Effekt gibt, wo ich mir denke, geil, Alter, geil, für das spiele ich den Cup gerne. Und, ja, deswegen Lieblingscup, sehr, sehr schwierig zur Auswahl. Beim Hasscup, by the way, bin ich mir aber relativ sicher, was ich da nehme. Und das ist eindeutig der Panzercup. Einfach, weil mir der zu kurz ist. Die Strecken sind teilweise sehr einfallslos und, ich finde halt, also für Retro-Strecken natürlich ist das, finde ich schon mehr als an der Grenze zu einfallslos. Also ich finde, den Cup hätte man ruhig ein bisschen interessanter machen können, indem man einfach schon diese Yoshi-Piste, die man hier hat, also die Yoshi-Piste, dass man die vielleicht in den Panzercup packt oder irgendeine andere von denen. Aber so war es halt wirklich absolut ein langweiliger Cup, den du halt in 7 Minuten durch hast. Und deswegen würde ich sagen, ja, Panzercup ist für mich, glaube ich, der Hass-Cup oder der schlechteste in der Stelle. Lieblingscup, ich würde mit dem Blumencup gehen. Einfach weil dort die geilsten Strecken drin sind. Klar, Wüstenstrecke, ich mag es die noch immer nicht, aber ansonsten ist halt der Cup mit geilen Strecken gefüllt. Also Piazza Delfino, einfach geile Strecke.
Dann der Waluigi Flipper, mehr Nostalgie geht fast gar nicht. Und der Pilzpass ist sowieso meine Lieblingsstrecke, glaube ich, im kompletten Spiel. Liegt vielleicht auch daran, weil ich bewegliche Sachen auf Strecken sehr gerne mag, also mit Autos und so. Das mochte ich auch schon in Mario Kart Deluxe immer gerne. Deswegen, ja, ich würde mit dem Blumencup in der Hinsicht gehen. Ansonsten die anderen Cups, also, ja. Pilzcup Standard ist okay. Sterncup finde ich auch noch ganz cool. Würde ich, glaube ich, sogar auf meine Nummer 2 packen. Dann der Blitzcup wäre geil, wenn halt nicht die ersten beiden Strecken wären, also den wir jetzt gerade hier fahren. Und ich würde so sagen, ja, der Blattcup, der ist auch noch geil. Den mag ich auch. Der Blattcup, der ist auch eine coole Geschichte. Also ich würde sagen, sogar Blattcup Platz 2 und Sterncup dann Platz 3. Ja, und auf den letzten drei Plätzen, wie gesagt, letzter Platz eindeutig Panzercup, vorletzter Platz würde ich eben mit dem Blitzcup gehen und der vorvorletzte Platz, der drittletzte, wäre, glaube ich, sogar der Bananen- oder Special Cup. Da könnte ich mich jetzt gerade gar nicht entscheiden. Nee, nehmen wir Bananen-Cup. Nehmen wir den. Special Cup hat es irgendwie nicht ganz verdient, weil die Rainbow Road ist in einer gewissen Hinsicht auch cool und ich habe den Bowser, glaube ich, gerade komplett genutzt. Ey, der Rote, ja genau, der hat ihn jetzt auf Platz 7 zurückgeballert. Alter, geil. Alter, ey, der hat komplett gerade kassiert. Also, ihr habt ja gesehen, ich habe den gerade mein Item reingedrückt und dann hat ihn der Wario einfach noch runtergestoßen. Das war schon eine miese Aktion gerade. Damit ist er sogar letzter. Ey, wäre das jetzt ein Online-Gegner gewesen, ganz ehrlich, dann wäre das minimal asozial. So wollen wir natürlich keine Sorgen machen. Und ich muss schauen, dass ich den Knochen trocken irgendwie von dort verdränge. Alter! Gut. Ah Mann, ich wollte ihn erwischen. Er ist nämlich ein leichter Charakter, das heißt, er unterliegt Mario. Nein, er fährt nicht. Ah, jetzt habe ich den Drift verkackt. Komm, ich muss mich jetzt zusammenreißen, das ist wichtig. Er fährt natürlich an das Scheißteil wieder rum. Es regt mich so auf. Oh lol, kein Item bekommen. Na dann. Brauche ich mir ja keine Sorgen machen, aber trotzdem. Ich hätte mir gewünscht, dass er schlechter platziert ist. Gut, dem Bowser geht's wieder gut. Der ist Dritter geworden, das passt ja. Also hat ihm mein Abfuck doch gar nicht so sehr wehgetan, wie erwartet. Ja, gut, Gleichstand mit Knochen trocken. Ich will auf alle Fälle den Cup jetzt natürlich gewinnen. Weil das wäre sowas von scheiße asozial, auch von dem Spiel, wenn ich jetzt den letzten Cup verhaue. Das habe ich in den Spiegelcup eh schon zweimal hinbekommen, dass ich nicht Erster werde, sondern zweimal Dritter. Und das möchte ich auf keinen Fall jetzt ein weiteres Mal riskieren. Aber hey, mit der Yoshi-Piste bin ich vertraut. Nur gut, du kannst so viel vertraut sein, wie du willst, weil die Kong-Gegner rasten hier halt aus. Ja, hab mich hier gerade wieder gesehen. Weltklasse. Und schon bin ich Siebter. Es ist halt egal eigentlich, wie viel da wir werden, weil es ist halt hauptsächlich wichtig, dass ich vor den Knochen trocken bin. Und das sieht Stand jetzt nicht danach aus. Bowser ist Platz 2. Da vorne fährt der Knochen trocken irgendwo. Oh ja, danke Yoshi. Perfekt, perfekt, perfekt. Damit verschone ich ihn jetzt. Nein, Wario, du Arsch! Du absolut abnormaler Arsch! Bleib bei deiner Goldsucht! Aber lass mich in Ruhe. Gut, das war der Knochen trocken, perfekt. Oh, der wird sogar sein Item noch geklaut. Der ist sogar doppelt beklaut worden, da waren zwei Geister bei ihm. Oh, geil. Nein, Bowser, nein, Bowser, nein, Bowser. So, jetzt passt's. Alter, Knochen trocken ist schwierig so nah dran. Nein, und da mache ich so einen scheiß Kack-Move. Und jetzt treffe ich auch wieder nicht. Bitte erwischt den Knochen trocken, vielen Dank. Oh ja, der Knochen trocken hat gerade richtig kassiert.
Ich fokussiere mich gerade nur auf ihn. Es ist mir gerade sehr wichtig, hier nicht zu verkacken. Ich sag's so, wie es ist. Wow. Und dann mache ich sowas wieder. Aber Stand jetzt sieht's gut aus. Denn der Knochentrocken ist nur Dritter. Tja, Knochentrocken, Pech gehabt. Denn ich bin jetzt Erster. Aber ich hab's auch unnötig spannend gemacht. Ey, wäre der eine Scheiß, die erste Scheiß-Map nicht gewesen. Ich hätte die 40 Punkte gehabt. Ja gut, wie dem auch sei. Wir haben es geschafft, das ist wichtig. Und damit ist der letzte Cup nun abgeschlossen. Genießen wir nochmal. An der Stelle Staff Credits werde ich überspringen. Aber ich möchte auf alle Fälle was gucken, weil ich glaube, jetzt mit dem Abschluss des Blitzcups müssen wir was freigeschaltet haben. Weil ich habe auch natürlich die 50, die 100 und die 150 CCM vollständig abgeschlossen. Deswegen, wir gucken kurz mal. Du kannst jetzt alle Cards auswählen. Genau, erstmal das. Also man kann jetzt, ich glaube 40 oder so waren es, auswählen für jeden Charakter. Also ganz egal welches. Das heißt, du kannst jetzt auch den, was weiß ich, dieses Flora-Mobil mit Bowser fahren oder whatever. Also, ja, ist schon ein geiles Feature. So, das sind die Staff-Credits. Ja, die überspringen wir. Natürlich auch deswegen, weil wir sie schon einmal gezeigt haben, kann ich sie überhaupt überspringen. Hä? Kann ich sie nicht überspringen? Ne, kann ich nicht. Ach so, okay. So läuft das also hier, liebes Spiel. Ich kann die Staff Credits echt nicht überspringen. Ja gut, Leute, dann gönnen wir uns diese Staff Credits nochmal. Ist auch kein Problem. Vielleicht liegt es auch daran eben, weil wir jetzt noch was anderes Nettes freischalten. Ne? Weil wir eben alles geschafft haben. Vor allem steht jetzt dieses Spiegelverkehr. Schaut euch das an. Jetzt sieht man das einfach, also jetzt fährt er einfach nach rechts und nicht nach links mehr, wie es ursprünglich ist. Ja, also ich weiß jetzt nicht eigentlich, was ich noch groß dazufügen soll. Also ich könnte natürlich jetzt noch ein Fazit abgeben, aber das habe ich halt bereits nach der 16. gemacht? Ich glaube ja. Oder? Nee, nach der 14. Ja, nach der 14. war das. Deswegen, ich bleibe bei der Meinung, die ich gesagt habe. Also das Spiel ist natürlich eine 10 von 10, ganz klar. Und die Maps sind geil, auch wenn ein bisschen komisch verteilt. Wie eben Panzer Cup, ich habe es heute schon erwähnt. Und what the fuck? Oh, die Staff Credits sind ein bisschen anders. Der gibt jetzt Vollgas. Okay, das muss ich mir jetzt doch gönnen. Hat das irgendeinen Grund, warum wir jetzt so schnell fahren, oder? Okay, ich glaube, das ist einfach nur eine Special. Ach, dann kriegen wir wahrscheinlich jetzt auch dann noch so ein spezielles Bild am Schluss. Weil, ursprünglich sieht man ja Mario mit Peach und so, mit dem Pokal, mit den Pokalen. Der Yoshi, der Raser, Alter. Oh, Yoshi, ja, Pech gehabt. Da stand das Radar. Ah, meine Güte. Aber ich feiere das gerade echt. Ah, da kommt jetzt der Yoshi. Jetzt hat er seine Lektion gelernt. Aber es sind geile Staff Credits, muss man schon sagen. Vor allem das jetzt mit Yoshi, das habe ich mega gefeiert gerade. So, die Peach müsste die letzte sein, genau. Und dann müsste es eigentlich vorbei sein. Oder? Ja, stimmt, jetzt kommt die Peach nochmal zurück. Ne, es kommen alle nochmal zurück. Hey Leute, was ist mit Mindestabstand? Was ist das bitte für ein Scheiß? Alter, ich hab vor 2 Jahren mal eine Strafe bekommen wegen Nichteinhaltung des Mindestabstands. By the way, ist die unnötigste Strafe im Straßenverkehr. Weil, ganz ehrlich, denkt mal nach. Wie viel Pech muss man eigentlich haben, dass sich der in dem Moment mit so einem Ding erwischt? Weil, wie gesagt, ich glaube einfach, das war bei mir reines Pech, weil ich halte auf der Autobahn immer, keine Ahnung, 3-4 Sekunden Abstand. Wollte ich nur an der Stelle kurz mal erwähnen. Okay, unnötig ist die Strafe nicht. Tatsächlich, wir kriegen ein neues Bild, wo alle Charaktere drauf sind. Ja, und das heißt auch, im Hauptmenü müsste sich jetzt was geändert haben. Wir gucken kurz mal. Und? Ja, wir haben ein neues Titelbild, wo jetzt alle Charaktere aufgelistet sind. Na gut, Leute, dann
war es das mit dem heutigen Part und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und ja, im nächsten Part geht's dann weiter mit dem Wettkampfmodus und ja, freut euch drauf, vor allem auf den Online-Mode. Seid gespannt, was da alles passieren wird. Bis dahin, ciao, ciao.